Hallo Freunde des geilen YouTube-Sports. Lang ist's her. Es kehrte wieder das Yeti-Tier. Ich grüße dich und alle anderen totgeweihten Menschen und Tiere. Tja. Schöne Sache. Ja, Dead by Daylight, wie ihr mit jetzt feststellen müsst. Der Lademodus ist nicht mehr so lange. Selbst mit 4 Leuten. Wir haben gestern 4 gespielt. War sehr schnell. Geile Sache. Wir hatten auch Killer dabei gehabt, die gerade mal frisch 1-2 Stunden das höchstens gespielt haben und haben sich eigentlich gar nicht so schlecht angestellt, selbst mit der Nurse. Das Geräusch ist auch anders geworden. Profi-Killer, wa? Der mich gleich wieder wegschnitzt. Boah, krass, tatsächlich. Wow, unter einer halben Stunde Ladebildschirm. Ja, da haben sie so ein bisschen was gemacht. Ja, dann wollen wir uns mal auf der Suche machen nach einem Genji. Ich bin guter Dinge, dass ich der Erste bin, der wieder am Arsch ist. War so ein Generator gefunden. Fallensteller, sagst du? Jupp. Hier liegt eine Falle rum. Dann ist das. Oder die hat ihn jemand vergessen von der letzten Runde. Das kann natürlich auch sein. Ey, ist klar. Hoffe ich, rennt der Yeti nicht immer so viel. Hat er vielleicht ein bisschen Glück zu überleben, auch wenn er sich zwischendurch mal nicht ducken sollte. Da ist halt jetzt. Oh, ich sehe ihn. Ja. Hey, hallo. Na toll, und da kommt er gleich angeschissen, der Killer, oder was? Was ist er denn? Ist er jetzt hier gleich? Da ist er. Ah, weg. Und, wen verfolgt er? Jawohl! Hallo Schnuckiputz, natürlich. Hab mich lieb, komm. Ja, okay, erstmal. Mutti! Das war klar! Edi! Ich hab gleich massiert, das ist aber vorbildlich. Wow, hi Kollege, verdammt. Ja. Sehr überraschend, ich bin der Erste. Er sucht mich jetzt natürlich auch noch. Der ist aber ganz schön aggressiv, der Killer, du. Der hat schlecht gefrühstückt, glaube ich. Oder er hat Verstopfung, da werde ich auch immer aggressiv. Weißt du, wenn er immer so drückt und so. Er kommt. Wir können dich nicht mal heilen. Wir kommen nicht in deine Nähe. Du musst mal hier rüber kriechen. Ah, ich kriech da mal. Ich mache hier mal wieder die Nacktschnecke. Weil er ist noch bei dir. Weil er weiß, ja, er benutzt dich als Köder. Aber hier ist jetzt eine Palette. Wenn er jetzt hier rüber kommt. Achtung, er ist irgendwo rechts von dir. Ja, ich hab's gesehen. Ah, nee, da hinten. Ja, Kraun, ich hab mich lieb, alter Mann. Ja, aber gib mal den Zug von deiner Kippe da ab, da. Das ist das Geile an dem Typen, Alter. So bestimmt am Opium rauchen mit dem Stummel. So, heil mich mal. Genau, ja. Warte mal, warum hau ich eigentlich ab? Ey, sag mal. Ich bin doch so sensibel und zärtlich zu dir. Ja, vor allen Dingen, du. Du sensibel, Alter. Du bist so ein Elefant im Porzellanladen, ey. Wenn, dann Renault sowas. Also nicht so. Alles klar. Schuld ist deiner. Ich suche mir den anderen da hinten. Okay. Ich kann nur arbeiten, wenn es ruhig ist. Wir haben Vollmond auf der Map, herrlich. Okay, deswegen am Herzkasper, er verfolgt wieder. Oh, er kommt.
Verpiesel mich. Hast du sehr gut gemacht. Ich laufe direkt ins Gesicht fast. Aber er ist zum Glück kurzsichtig. Das ist gut. Platsch, dann liegt der Erste. Du musst direkt am besten beobachten, wo er hingeht. Na, ich folge ihm mal. Bei so einem Haus. So, das war jetzt auch meiner. Bist du deiner Nähe? Ach ja, er verfolgt mich gerade. Verdammt. Oh nein, ouch, das tut weh. Das ist jetzt mal eine Palette zum Umwerfen hier. Hier ist ein. Wo ist denn jetzt hin, der Kollege? Er ist wieder bei ihr. Er eiert da rum. Ja, jetzt eiert er bei mir rum. Finde ich nicht gut. Finde ich wirklich jetzt nicht in Ordnung, mein Freund. Ja, mach das mal kaputt. Genau, raste aus. Lass alles raus. Die ganzen Emotionen müssen raus. Ich habe keine Ahnung, wo er jetzt hin ist. Ja, ich aber. Ich sitze hier oben am Haus an der Veranda. Ist gemütlich, schön ein Käffchen trinken oder was? Ja. Na, schön. Und da hängt der Schinken. Oh, jetzt auf den Boden gefallen, der Schinken. Ist ja schmutzig. Ich bin schon wieder so hoch erotisch am Rumstöhnen hier. Da, ah. Das mit dem Generator, das dauert aber auch ewig heute. Okay, tot. Oh ne. Da müssen wir jetzt fleißige Handwerker spielen. Oh je, oh je, oh je. Oh je, Mini. Oh, ich, oh. Ich musste da weg, er kam da gerade. Mann, Mann, Mann. Hau ab. Das ist noch neben mir, das ist doch uncool. Bin leider angeschlagen, sonst würde ich ihn ja jetzt folgen und versuchen. Ja, du kommst retten. Ja, ich bin ja bei dem Haus, aber da musst du mal rüberkommen. Ja, ich bin genau neben dem Killer. Ich versuche gerade verhindern, dass er zu mir gerannt kommt. Ah, sag mal, warum? Alter, hau ab. Ja, ach, schade. Habe ich ihn für dümmer gehalten, als er ist. Verdammt, mein Fehler. Und da liege ich auch. Er benutzt jetzt das Köder. Sonst kriegst du mal hier rüber. Und ist er irgendwo, ja. Kriegt gerade irgendwo eine Falle aus. Ja, ich weiß. Ich sehe es. Bleib erstmal schön in Deckung. Weiß gerade nicht, wo er ist. Bleib schön in Deckung. Ich mach die Nacktschnecke. Oder vorne links, hau ab, hau ab. Oh. Lauf, Forrest. Lauf. Hups ihm ins Gesicht, mach irgendwas. Ja. Ich bin der Einzige, deswegen bin ich da. Ja, ja, ja. Du musst nur an dich glauben, dann kannst du alles schaffen. Nein, die Palette ist kaputt, Monty. Ah, Hexenmeister von Angbar. Ja, nee, der Generator hier. Was gibt's doch nicht, Alter? Jetzt haben wir, glaube ich, ein Problem. Ne, das Problem ist einfach die Leute, mit denen wir gerade hier gespielt haben. Das sind voll die Noobs, ey. Ja, ey. Scheiß mit Erdbeeren, Alter. Das soll schmecken? Oh, tja. Aber weiß auch zielstrebig, wo ich bin, oder? Nicht? Nö. Ja, dann such mich mal, Kollege. Also ich find's immer wieder interessant, du kommst mal vom Haken runter und dann mal wieder nicht. Also ich finde das echt scheiße gemacht von Dead by Daylight. Echt scheiße.
woher weiß der denn so? Hat der einen Perk? Ja, ja, bestimmt. Der weiß ja, kann, da kannst du von ausgehen. Ich wehre mich, aber es hat keinen Sinn. Klatsch, da hänge ich. Schinken in der Haus. Ja, komm, schlachte mich. Geräuchert, aber nicht gedünstet, bitte. Ja, was guckst du so doof? Noch niemand hängen sehen, oder was? Ja, jetzt, ja, lass alle Aggression raus. Komm, gib mir. Ja, gib's mir. Ich bin doch kein Boxer, Junge. Das war eine Scheißrunde. Weil die anderen Mitspieler, sag ich jetzt nichts zu. Ach, scheiße, Mann. Nein, ich war nicht der Erste, der gestorben ist. Krasse Sache. Das ist ja schon fast ein Erfolgserlebnis. Ja, bist aber der Letzte, der am Haken hängt. Mal wieder. Ach Mann, nicht mal über die 15 drüber. Nur 8000 Punkte, Alter. Was ein Rotz, ey. So, ich ärgere ihn noch ein bisschen, indem ich hier kämpfe. Ja, guck mal, da 11.000 für Mr. Red. Nee. Lappen, ey. Jawohl! Gib mir noch. Hau dir noch mal ein auf die Zwiebel, ey. So. Ich bin irgendwie noch nicht ganz wach. Ach, egal. So, dann wollen wir noch mal einladen hier. Durch die Hölle oder was ist das hier? Was meinst du, wo willst du hin? Na, da steht, wir sind alle geopfert, aber die Jungs joggen hier fröhlich durch die Nacht. Wie geht denn das? Wir haben doch gerade noch am Haken gegangen. Naja. Dann ist das halt so. Dann ist das wohl so. Ich hoffe, man hört das Summen nicht im Hintergrund. Die Handwerker, die sind wieder pietätlos. Wer will fleißige Handwerker sehen? Der oh, das ist ein Romania, ist er da hier, dieser Alex Bellau, Tau, Blau, hau mich, Frau oder sowas. Was? Was ist der? Der ist ein Germanier oder was? Ja, so hieß er. Direkt mal zu Bill gewechselt. Ja, Bill ist auch, ne? Da haben wir jetzt gleich zwei alte, paffende Säcke hier. Ja, aber das Coole an der Sache, ich habe das, wenn du den Perk von dem Bill hast, der aussieht, ne, mit den drei Strichen oben dran, den Kopf von ihm, das ist ja der Perk, wenn du den Dreierdings hast, kann auch jeder andere Survivor, so wie ich das gestern gesehen habe, auch ganz einfach aufstehen, also sich selbst rein und wieder aufstehen, das ist geil. Ja, das klingt wirklich ein bisschen horny. Dieses Profil ist, Savage, dieses Profil ist privat. Mäh. Ja. Welch zum Murloc hier. Ja, zum. So. Und, was ist es hier? Ach, wird die Frage gezeigt. Oh. Alter, wo kommt denn das weg, ey? Ich weiß es nicht. Aber steckt an. Du Virus wieder hier. Ja, voll das Virus, Alter. Doch, genug geladen. Hopp, hopp. Dieser Hopp jetzt hier. Ich habe jetzt mal die Wohnzimmertür zugemacht. Ich glaube nicht, dass das viel gebracht hat, aber dieses. Also, das hast du schon noch nicht gehört. War ein bisschen leiser ist es jetzt schon geworden. Das ist gut. So, weiter geht's. Ja, yippie! Hoffen, dass es wieder eine Noob-Runde wird. Die Skin weiß so gut. Also, solange ich nicht der Erste bin, der dran glauben muss, bin ich ja schon begeistert. Mehr Ansprüche habe ich gar nicht. Oh, das war knapp. Weißt du schon, wer es ist? Nein. Ich meine, im Generator-Fähigkeit-Check. Okay. Oh, Michael, es ist Michael Jackson in der Haus, Baby. Oh, nö.
Ja, scheiße, ja, lade dich an mir auf. Komm, geil dich richtig auf. Ja, komm, guck mir auf den Hintern. Da sind zwei stramme Backen, war Junge, da guckst du. Ist doch ein Mist. Gut, das hat nicht deine Backen hin. Hör auf mich zu stalken, Junge, was hast du denn? So geil bin ich jetzt auch wieder nicht. Ah, genau, spiel eine Runde am Klavier. Oh Mann, ey. Ja. Jawohl, gib's mir, Baby. Ganz egal wo. Bin jetzt in der Mitte bei diesem Haus. Ja, das war ich jetzt, der Generator gemacht hat. Ah, da oben, Alter. Komm, ja, was? Wieso bist du raus? Chat offline, Host-Verbindung getrennt. Na, ist ja geil. Das ist ja echt cool. Cool. Ich dachte, cool. Du wolltest deine, Das ist jetzt nicht schön. Sounds leise stellen, hast du gesagt. Na ja, es war der Wecker. Der hat mich daran erinnert, dass ich meine Tabletten nehmen muss. Also, wir spielen noch. Ich weiß nicht, warum du raus bist. Ja, dann spiele ich jetzt so lange an mir selber rum. Das Spiel mag mich nicht. Es hat gesagt, so eine Runde Dead by Daylight in einem halben Jahr, das muss reichen, Kollege. Und hat mich einfach mal instant rausgeschmissen. Schön. Da genieße ich jetzt den Anblick des Lagerfeuers hier und stell mir vor, ich würde ein paar Würstchen grillen. Ja, er hat den nächsten. Ich sehe es von hier, aber ganz deutlich, ey. Ach, ein Camper. Ein verdammter Kack-Camper, ey. Da soll er sich wenigstens ans Lagerfeuer setzen. Was kotzen, ein richtiger, ey. Camper ist. Wie ich sowas hasse, ey. Das ist die größten Assis der Welt, ey. Frage ist nur, wo ist er unterwegs? Man weiß es nicht genau. Ich würde ja gern zuschauen, aber das darf ich leider nicht. Auch nicht? Nee, auch das nicht. Was haben sie mit dem Spiel wieder angestellt? Das ist ja Hammer, ey. Na, ich soll jetzt hier ein bisschen mehr das Lagerfeuer angucken. Du kannst mir über Steam zugucken, das kannst du machen. Ich habe in der Zeit mal alle Punkte aufgebraucht hier. Waren ja nicht viele. Mann, er ist hier im Haus, Alter. So ein Dreck. Jetzt bin ich aber ganz schnell in den Keller runter. Machst du einen auf Kellerkind, ja? Er guckt jetzt oben in den Dingens nach, ey. Oh Mann. In den Dingens? Ja, ich war oben im Generator, das hat er gehört wahrscheinlich. So, und jetzt hat der Generator kaputt gemacht, hat oben im Spind nachgeguckt. Mehr weiß ich jetzt aber auch nicht. Ich weiß nicht, ob er noch im Hause ist. Aber doch, Herzgas war ich. Ich auch gleich hier von dem scheiß Lagerfeuer. Ja, du kannst mir doch massiv zugucken, Mensch. Machst du ja nicht so kompliziert, ey. Warten auf Antwort von Virus Visions. Brauche ich nicht bei Dingsen. Das geht automatisch. Normalerweise. Ja, der Vorgang läuft. Läuft bei dir, sagt er.
Das gibt's doch nicht. Fick die Henne. Wer drauf steht. Lauf. Das sagst du so deinem jugendlichen Leichtsinn. Ja, ich bin halt naiv und blöd. Oder bäh. Woher wusste der, wo ich... Ja, guck mal, der macht die ganzen Generatoren hier. Yeah. Verdammt. Ach, dieses Wiegeln, Alter. Wenn diese scheiß Perks nicht wären, ey. Da hinten ist er. Ah, du scheiß Camper. Schwuchtel, Alter. Du bist ja abgeschlachtet, aber die Kippe, die bleibt immer straight im Maul. Die wird nicht fallen gelassen. Wir rauchen bis zum Tod. Egal, was passiert. Ja, da kann ich auch kämpfen, immer. Wenn da so eine Camper-Mistsau, Alter. Sowas hasse ich, solche Drecks-Gamer, solche Drecksblagen. Grausam. Oh, geheimlich selber an, da der Typ beim Zug gelohnt. Der würde mir die wundern für seine tolle Spielweise, wenn er noch vom Computer sitzt und sich einen hochholt, ey. Der andere ist auch gut drauf da hinten. Ja, der kann jetzt die Luke suchen. Also es sind solche Runden wieder, wo man nicht wirklich von den Leuten erwarten kann, dass sie einem helfen können, wenn wenn der Killer campt. Der Camper killt. Ja gut, das ist ja auch der Killer, ne? Der killt ja auch der Camper. Ist schon richtig. Das ist so erbärmlich ist das wieder. Super mega erbärmlich. Wieder 4000 Punkte nur wieder. Mir fehlt wieder einer vom Level 15, egal. Dodi Dodi, Dodi Do. Und dann kann man den Killer denn mal hier anschreiben irgendwo. Arschloch, bitte. Okay, voll ausführen. Gruppe einladen, Verstoß melden, jegliche Kommunikation. Ach, direkt aus, damit man ihn gar nicht auf den Sack gehen kann. Ah, alles klar. Ja, da schon draus gelernt. Ach, solche Peace-Plagen, ey. Hüdelü und Lüdelkü. So. Ich stehe am Lagerfeuer rum. I'm so lonely. So, absenden, jawohl. Wurde es erstmal gemeldet, ey. So, dann wollen wir mal verlassen klicken. Ja, Freunde, wenn euch diese nette Aufnahme gefallen hat, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Dead by Daylight mit Crazy for Life. Ja, also, gestorben wird immer. Bis dahin würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke, Yeti. Ja, immer gerne. Ich sterb doch für niemand lieber als für dich. Und dann ciao mit V. Ciao, ciao.